Drogenpolitik. Wir haben hier das große Glück, mit einem ausgezeichneten Podium heute eine Analyse zu machen mit Personen, die einen Überblick haben, nicht nur für die lokale europäische, sondern über die globale Entwicklung der Drogenpolitik. Und dieses Symposium, das findet ja nicht nur statt, um einen Stoff und seine Geschichte zu analysieren und zu kommentieren, sondern die Einbettung dieses Stoffs und der Politik dazu, der Reflexion überhaupt in der globalen Sucht- und Drogenpolitik. Ich wollte einige Folien zeigen zur aktuellen Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen. Ich bin deren Mitglied, weil ich hier Drogendelegierter war in Basel-Stadt. Und Basel-Stadt hat in den 90er Jahren gewisse Akzente gesetzt. Dazu wird dann auch hier auf dem Podium der Dr. Lüxamer noch sprechen. Er war damals und ist heute noch sehr engagiert, auch hier in der Stadt, in Drogenfragen. Damals wurde hier zum ersten Mal auf der Welt demokratisch ein weiterer Schritt eingeführt in der Drogenpolitik. Sie wissen, es gab auch hier einen Workshop zu Der Geist von Basel. Und wenn es den tatsächlich gibt, dann hat er sich dort auch niedergeschlagen in der Fragestellung an die Bevölkerung des Kantons. Die Bevölkerung musste 1994 demokratisch die Frage beantworten: Möchten Sie einen Kredit bewilligen von 1,4 Millionen Franken für ein Pionierprojekt zur Verschreibung von Heroin? Das war die demokratische Fragestellung an die Bevölkerung hier im Kanton. Und die Bevölkerung hat mit fast 70% Ja gesagt. Das hat damals sehr viele Kollegen erstaunt, weltweit. Je weiter weg von Basel, je weniger Ja-Stimmenprozente haben sie vorausgesagt, so zwischen 1 und 9%. Und als dann 70% Ja sagen, da war dann doch ziemlich Erklärungsbedarf da. Wir hatten damals das Glück, eine Regierung zu haben, eine Fachwelt, engagierte Leute mit Unterstützung aus dem Ausland für eine rationale Drogenpolitik. Das Modell hat dann Schule gemacht, die Schweiz war fortschrittlich, hat die Heroinverschreibung eingeführt. Neben der dicken, großen Säule Repression, Therapie, Prävention und die Schadensminderung. Man hat immerhin aus wenigen unterschiedlich hohen Säulen dann 4 gleich hohe gemacht. Prävention, Therapie, Repression, Schadensminderung. Und wie es auch steht hier im Programm, wissen Sie, die Entwicklung ist immer dialektisch, wellenartig. Nach dem Fortschritt kommt die Stagnation. Im Sommer 2003 hat das eidgenössische Parlament versagt, seine Funktion nicht wahrgenommen und ist nicht eingetreten auf einen Vorschlag der Regierung des Bundesrates in Bern, der eigentlich nichts anderes wollte, als die praktizierte Drogenpolitik in ein Gesetz zu gießen und die 4 Säulen festzuschreiben, eine gute Basis, eine gesetzliche zu schaffen für die Heroinverschreibung, für die Erweiterung der Therapieprogramme. Und wie das so ist in einer direkten Demokratie, Stimmungen schlagen durch. Damals waren die Medien voll von Artikeln über Hanfexzesse und Missbrauch. Damals war die Zeit, dass wir auch in Basel 50 Hanfschocks hatten und sich da ganz Mitteleuropa eindeckte mit Hanfprodukten. Diese Diskussion hat durchgeschlagen aufs Parlament und weil man auch beim Hanf einen Liberalisierungsakzent setzen wollte, war das Parlament überfordert. Wir sind also in einer Stagnation, auch in der Schweiz. Die Reaktion darauf der Eidgenössischen Drogenkommission war, ein Modell vorzuschlagen für das Jahr 2015, eine Zielvorgabe. Ich erwähne das nur, damit wir heute möglichst konkret reflektieren
nicht einfach nur analysieren, sondern auch vielleicht tatsächlich selber was beitragen können für einen weiteren Schritt. Bevor ich dann das Wort weitergebe, möchte ich noch kurz dieses sogenannte Würfelmodell erwähnen, weil ich es leider nicht zeigen kann. Sie wissen, die Schweiz hat eben in den 90er Jahren das Vier-Säulen-Modell entwickelt. Die Idee ist jetzt, diese vier Säulen in sich zu differenzieren. Das heißt, die Prävention nach ihren verschiedenen Stufen und auf diese erste Dimension der vier Säulen eine zweite einzubauen. Das heißt, die zweite Dimension sind die Substanzen. Bis jetzt gab es ja illegale und legale, das ist eine sehr plumpe, willkürliche politische Unterscheidung, das wissen wir alle, das ist keine rationale, keine medizinische, sondern eine politische. Stattdessen schlägt die Kommission vor, dass man die Substanzen einzeln auf diese vier Säulen aufschlüsselt, dass man also fragt, was kann die Prävention leisten bei der Substanz sowieso. Und die dritte Dimension ist das Konsummuster, dass man sagt, es gibt Konsum macht abhängig, es gibt problematischen Konsum und es gibt unproblematischen Konsum. Also es, wenn man einen dreidimensionalen Schlüssel macht oder Würfel und sich fragt, ja, was, wenn man das aufschlüsselt, was zum Beispiel hat die Säule Prävention zu leisten beim Stoff Alkohol und das aufschlüsseln nach Konsum, bei risikoarmem Konsum, das heißt zwei Gläser Wein pro Tag, dann ist die Antwort, da muss überhaupt nichts geleistet werden, das ist keine Staatsaufgabe, wenn es kein Risiko gibt. Also mit diesen drei Dimensionen, dass man die gesamte Politik aufschlüsselt, nach vier Säulen, den Substanzen und dem Konsum, will die Kommission einen Beitrag leisten für die Weiterführung der Diskussion. Ich habe mir schon überlegt, wo endet das denn? Die perfekte Form ist ja die Kugel, was nach dem Würfel kommt, vielleicht mal 20 Jahre später die Kugel und dann sind wir ja wieder bei Gaia, dem Globus hier. Das so als kleiner Einstieg. Ich möchte jetzt das Wort weitergeben. Ich muss das Podium hier nicht vorstellen. Sie können es nachlesen. Günter Ament neben mir ist allen sehr gut bekannt. Er ist Sozialwissenschaftler, Therapeut, Publizist und wahrscheinlich einer der besten Kenner überhaupt der globalen Entwicklung von Bogenfragen und den Mächten, die dahinter stecken und Entwicklungen. Dann haben wir Matthias Röckers, Literaturwissenschaftler, Publizist aus Berlin, Roger Rickensdorfer, der Verleger des Nachtschattenverlags aus Solothurn, auch Präsident von Even Ray. Wir haben vor über 20 Jahren gemeinsam publiziert und festgestellt, also andere Leute haben festgestellt, dass unsere Bücher über Hanf von damals immer noch aktuell sind. Also du konntest ohne weiteres dasselbe Buch nochmals verlegen. Und jemand hat es gemerkt, das wird heute genau gleich gekauft wie vor 20 Jahren. Wir sind also nicht sehr viel weitergekommen in der Handforschung. Und Lüxaner, habe ich schon erwähnt, Advokat, Politiker hier im Kanton, er ist Herausgeber des Buches auf dem Weg zu einer neuen Drogenpolitik. Er hat die Diskussion ganz stark beeinflusst, heute vor allem in den 90er Jahren hier in Basel. Ich möchte jetzt das Wort weitergeben, genau in dieser Reihenfolge, zuerst den Gästen aus Deutschland, dann an Roger und zuletzt an Lüxaner. Wir wissen alle, wo wir heute stehen. Damit es ganz konkret wird, jetzt in diesem Saal, ist dann meine Frage, wie lautet eure Analyse der Stagnation, die ist ja nicht nur hier, sondern die spüren wir global. Wir spüren auch das Bedürfnis nach Rückschritt und mehr Repression und weniger Differenzierung. Und was können wir beitragen für mehr Differenzierung? Also meine These ist, der Fortschritt in der Politik ist die Differenzierung. Wie siehst du das, Günther? Du hast den
Testen überlegt. Du weißt auch, was die pharmazeutische Forschung leistet, wie sich die Substanzen immer ähnlicher werden und je besser die Forschungsarbeit wird, je weniger lässt sich eigentlich Undifferenziertes überhaupt noch managen, oder ist es Absicht der Politik, eigentlich undifferenziert zu handeln? So, ist das eigentlich ein Spiel mit der Bevölkerung, oder meinen die das ernst, diese Blumenheit? Sie meinen es ernst. Das habe ich gerade vorhin versucht, auch in dem Forum, in dem Plenum darzustellen, dass tatsächlich der Faktor Angst, der mit Drogen konnotiert ist, ein politisches Kapital ist, auf das gerade die politischen Parteien noch nicht verzichten wollen. Es ist ein ideales Thema, übrigens eines der letzten Themen überhaupt, wo gesellschaftlich noch ein Konsens herzustellen ist in der Drogenfrage, dass man ganz bestimmte Werte von oben über den Mechanismus der Angst durchsetzen kann. Ansonsten sind die Gesellschaften alle so gespalten in ihren Wertvorstellungen auch, und Wertfragen spielen ja in der Drogendiskussion subkutan eine große Rolle. Das Drogenthema ist eines der letzten Themen, wo man tatsächlich noch von oben sozusagen zugreifen kann auf das Bewusstsein der Bevölkerung. Mir kommt es auf was anderes an, im Zusammenhang gerade auch mit diesem Symposium, weil ich natürlich noch einmal, wie man in der Schweiz immer so schön sagt, mit den Büchern gegangen bin und mir nochmal angeschaut habe, unter der Fragestellung Drogenpolitik, ist das, was bisher diskutiert worden ist, aufrechtzuerhalten in der Drolec-Initiative, dass das im Prinzip auf die illegalisierten Drogen, von denen wir alle reden, weil sie vor 100 Jahren begonnen worden sind, illegalisiert zu werden, also Cannabis, Kokain, Heroin und so weiter, dass da Modelle entwickelt worden sind, von denen ich nach wie vor überzeugt bin, dass diese Modelle ausreichen, vor allen Dingen einfach erst in der Praxis mal dann auch überprüft werden müssten, um dann möglicherweise aufgrund praktischer Erfahrung gewisse Korrekturen vorzunehmen. Also auf dieser Ebene gibt es ausgearbeitete Legalisierungsmodelle, für die ich eintrete, nicht zuletzt aufgrund dessen, was ich hier in der Schweiz gelernt habe. Mein Problem war in Vorbereitung dieses Symposiums, ist das, was wir da erarbeitet haben, übertragbar auf synthetische Drogen. Und ich konnte heute Morgen auch in meinem Vortrag einfach nur diesen Auftrag, eine Skizze zu entwerfen, sozusagen zurückgeben, indem ich gesagt habe, hier spüre ich Diskussionsbedarf. Auf der einen Seite ist überhaupt keine Frage, dass man den Gedanken der Schadensbegrenzung und Risikominimierung auch auf synthetische Drogen übertragen muss, infolgedessen also auch hier ein Legalisierungsmodell entwickelt werden muss. Aber ich würde das einfach zunächst einmal aus ganz formalen wissenschaftlichen Gründen die Behauptung in den Raum stellen, dass man nicht einfach die bereits entwickelten Legalisierungsmodelle auf synthetische Drogen übertragen kann. Ich stelle das dann wirklich, versehe das mit einem Fragezeichen, der am Ende sich herausstellen kann, dass man auch die bisher entwickelten Modelle anwenden kann, umso besser. Ich wüsste beispielsweise, um es mal ganz primitiv zu sagen, die Legalisierung von Entaktogenen oder Halluzinogenen befürwortet man und würde dann sagen, was ist der traditionelle Ort, um solche Drogen dann abzugeben. Das wäre die Apotheke oder die Drogerie. Und da muss ich ehrlich sagen, nicht zuletzt auch aufgrund eben meiner eigenen Erfahrung, die meisten von uns hier in diesem Raum, auf diesem Symposium, haben wir auch die entsprechenden Erfahrungen, das wäre mir zu riskant. Also einfach zu sagen, willst du deinen LSD-Trip, dann geh in die Apotheke, dort bekommst du ihn. Hier müssten also Modelle entwickelt werden, von denen ich zunächst einmal behaupte, dass diese Modelle noch nicht diskutiert worden sind. Es ist völlig klar, dass eine dringende Notwendigkeit besteht, diese synthetischen Beimischungen in vor allen Dingen nicht überblickbaren Dosierungen, was ja auch eines der wichtigsten Probleme ist. Das kann ja eigentlich nur die Pharmaindustrie mit ihren
Infektionsmöglichkeiten garantieren. Also die Risiken dieser Drogen liegen gerade eben auch in der Illegalität, verunreinigt, toxische Stoffe versehen, nicht richtig dosiert. Oder das nochmal ganz extrem auszudrücken, natürlich kein Konsumentenschutz, keine Produkthaftung, all diese Dinge, die ja im Umgang mit diesen Substanzen, die ja zunächst da einmal auch Waren sind, die an einem bestimmten Markt verkauft werden, all das, was wir normalerweise als Konsumenten für uns beanspruchen beim Kauf eines bestimmten Produktes, ist bei diesen synthetischen Drogen nicht garantiert. Und hier sehe ich die Notwendigkeit, ein Modell zu entwickeln, bin aber da im Augenblick noch ergebnisoffen, außer dass ich grundsätzlich sage, auch hier wird es letzten Endes auf eine Form der Legalisierung hinauslaufen, wenn es eine vernünftige Politik, eine Drogenpolitik der praktischen Vernunft überhaupt noch gibt. Da bin ich allerdings grundsätzlich sehr skeptisch. Ich kann nur bezogen auf die Schweiz sagen, seht zu, dass ihr so schnell wie möglich, bevor ihr in Europa angelangt seid, eure Drogenpolitik noch macht. Denn wenn ihr in Europa seid, wird das nicht mehr möglich sein, dann werdet ihr politische Verhältnisse haben, die mittlerweile ganz stark die europäische Drogenpolitik dominieren. Die Stagnation in Europa ist eine große Katastrophe. Also take the chance, bevor ihr nach Europa kommt und macht noch die eine oder andere drogenpolitische Maßnahme, dann werdet ihr genug Probleme damit haben, wenn ihr dann in der EU seid, das auch beizubehalten. Das heißt, wir sollten mit den kleinen Brötchen zufrieden sein. Ich habe mich ein bisschen umgehört bei den Praktikern, den Leitern der Heroin-Verschreibungsprojekte. Die waren auch alle sehr pragmatisch. Sie sind zufrieden, wenn unser Parlament noch die Kraft ausbringt, die Viersäulenpolitik mit der Heroin-Verschreibung dann zu legiferieren. Das Würfelmodell, das allen Substanzen die Chance gibt, rational geregelt zu werden, halten die Praktiker heute noch für utopisch. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es global betrachtet erst recht utopisch. Also wir sollten mit dem bisher Bekannten zufrieden sein. Ich bin natürlich überhaupt kein Vertreter der kleinen Brötchen. Ich möchte gerne große Brote backen. Nur ich gebe ganz ehrlich zu, meine Haltung ist leicht, ich habe mit Glück schon darüber gesprochen, leicht resignativ. Ich sah einmal das berühmte Fenster der Möglichkeiten in den 90er Jahren. Mittlerweile sind die Interessen, die mit der ganzen Drogenfrage verbunden sind, eben auch im Zusammenhang mit dem War on Drugs, der eben nicht, das muss ich immer wieder deutlich sagen, nur eine Metapher ist. Susan Sonntag hat das mal gesagt, andere haben das immer wieder gesagt, ja, wir Amerikaner, wenn wir irgendwas in die Hand nehmen, wenn wir die Armut bekämpfen, dann machen wir War on Poverty und wenn wir gegen Drogen sind, dann machen wir War on Drugs. Also sie hat das so als Metaphorik nur betrachtet. Der War on Drugs ist ein realer Krieg mit absolut tödlichen Konsequenzen dort, wo er geführt wird, respektive dort, wo er auch aus taktischen Gründen eben nicht geführt wird. Das ist ja immer genau, der War on Drugs ist ein Instrument der US-amerikanischen Außenpolitik und unter den gegenwärtigen globalen Machtbedingungen sehe ich keine Chance, da etwas dagegen zu unterlegen, insbesondere wo jetzt auch wiederum dieser War on Drugs kombiniert wird mit dem War on Terror, wo eben man von Narcoterrorism auch spricht. Also solange die Dominanz der US-amerikanischen Drogenpolitik die Weltdrogenpolitik bestimmt und nicht politisch unterbrochen wird, beispielsweise durch eine europäische Initiative auch der Abkoppelung von dieser Politik, solange sehe ich keine Chance, das, was eigentlich nötig wäre, umzusetzen. Und infolgedessen sage ich, gibt es gar keine andere Chance, als die schweizerischen kleinen Brötchen zu backen. Aber es ist natürlich im globalen Sinne keine Lösung, weil eine Lösung in Anführungsstrichen des Drogenproblems wird immer nur bedeuten, wird immer nur erfolgreich sein, wenn sie von der Produktion der Drogen bis hin zur Distribution also und zum Konsum der Drogen die gesamte Handelskette erfasst. Ihr macht hier nur eine Politik aus Gründen der Beschränkung, was anderes geht gar nicht, außer in der Frage von Cannabis, weil Cannabis ja im Lande hier selbst
angebaut werden kann. Hier könnte man die gesamte Handelskette so regulieren im Sinne einer Legalisierung, dass es tatsächlich die Schweiz selbst in der Hand hätte, sozusagen. Ihr habt hier einen Binnenmarkt, eine Tradition von Hanfanbau. Ihr könnt von der Produktion bis zum Konsum das regeln. Bei allen anderen Drogen ist das nicht möglich. Und deshalb ist eben dann die letzte Konsequenz kleine Brötchen, was eben im Rahmen eurer Möglichkeiten ist. Aber ich betone nochmal, in Europa die Chance einer Loslösung der europäischen Drogenpolitik von der internationalen Drogenpolitik, die von den USA dominiert wird. Der War on Drugs ist ein Instrument US-amerikanischer Außenpolitik. Und ich habe immer darauf gehofft und dafür plädiert, dass es gelingt, eine gesamteuropäische Drogenpolitik zu machen, die sich loslöst davon. Da gibt es große Unterstützung natürlich in den USA selbst. Die amerikanischen Kollegen hoffen geradezu darauf, dass die europäischen Kollegen in dieser Richtung etwas machen. Denn natürlich sind in den USA unglaublich viele Leute unglücklich mit dieser Drogenpolitik, die da gemacht wird. Aber da sehe ich mittlerweile keine Chancen mehr, weil es in Europa auch keine einheitliche Politik gibt. Nicht zuletzt auch durch die EU-Osterweiterung sind ganz stark die Kräfte der repressiven Drogenpolitik gestärkt worden aufgrund eines autoritären Staatsverständnisses, das noch aus der staatssozialistischen Zeit stammt. Also die Chancen stehen schlecht wirklich für eine globale Lösung des Problems. Deshalb die kleinen Brötchen, aber auch nur deshalb. Es ist eigentlich, das gebe ich zu, eine resignative Position. Ja, du hast sicher recht, bezüglich Schweiz. Also, was die Behörden hier zwei Jahre lang nicht recht wussten, ist es der Anbau verboten oder nicht? Ist die Produktion mehrfach explodiert in der Schweiz? Dass wir zum Exportland wurden, das hat genau Auswirkungen bis nach Marokko, die waren völlig verunsichert. Kein Mensch mehr kaufte marokkanisches Haschisch, weil es in der Schweiz viel besser produziert wurde. Inzwischen haben wir wieder relativ kontrollierte Verhältnisse. Es zeigt aber, dass enorme Kräfte und Energien da sind, die nicht, die eigentlich nur unterdrückt sind. Und sobald man einen Deckel weggeht, dann explodiert die Kreativität. Jetzt gebe ich weiter nach Berlin. In diesem resignativen Aspekt kann man auch hoffen, dass die derzeitige globale Situation, die ja wirklich vom Krieg Rhetorik bestimmt, wird der Krieg geführt gegen alles und auch gegen Boden. Müssen wir hier davon ausgehen, dass über die Bush-Ära hinaus so bleiben wird? Oder dürfen wir schon heute daran arbeiten, dass wir wieder zivilisierte Verhältnisse da Einzug finden auf diesem Globus? Also arbeiten dürfen wir, müssen wir auch, aber es tut mir leid, ich kann mich den resignativen Aussichten, die Günther hier geäußert hat, nur anschließen. Es ist zum einen so, wie er gesagt hat, was die EU betrifft, dass dort eine sozusagen Alternative zum amerikanischen Vorgehen in der Drogenpolitik nicht absehbar ist und auch unwahrscheinlich und zudem durch die Erweiterung jetzt noch unwahrscheinlicher geworden. Und zum Zweiten, was Deutschland angeht, wir hatten vor jetzt 12 Jahren in Sachen Cannabis dieses berühmte sogenannte Haschisch-Urteil, wo das Bundesverfassungsgericht moniert hat, dass es in Deutschland ja immer noch ein Nord-Süd-Gefälle gibt, was die Strafbarkeit von Cannabisbesitz betrifft. 1 Gramm in Bayern ist schon strafwürdig, wogegen 30 Gramm in Norddeutschland, Schleswig-Holstein noch durchgehen. Also diese offensichtliche, rechtlich eigentlich überhaupt nicht haltbare Ungleichheit, die hat das Verfassungsgericht vor 12 Jahren an die Politik angemahnt, dass das geändert werden muss. Es ist bis heute nicht geschehen. Zudem hat das Verfassungsgericht angemahnt, dass man doch die Gefährlichkeit von Cannabis einmal neu untersuchen sollte. Es sei, betonten damals die Richter, doch heute aufgrund neuerer Erkenntnisse unter Umständen so, dass die Gefährlichkeit nicht mehr so groß sei, wie man sie vor 30 Jahren bei der Abfassung des Betäubungsmittelgesetzes angenommen hat. Diese Untersuchung, also das Bundesverfassungsgericht hat den Auftrag gegeben, an die Politik das zu untersuchen. Es ist jetzt, sind jetzt 12 Jahre ins Land gegangen. Vor einigen Jahren hat tatsächlich die Bundesregierung eine Studie dazu in Auftrag gegeben.
die jetzt seit einem Dreivierteljahr fertig ist, aber nicht veröffentlicht wird. Warum, fragt man sich. Ich habe die Studie auch selbst noch nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen von Leuten, die da einsehen konnten. Sie wird deswegen nicht veröffentlicht, weil eben genau die Dämonisierung, die großen Gefahren, die man Cannabis immer angehängt hat, in dieser Studie nicht bestätigt werden. Und das entspricht nicht dem Impetus der Politik. Also was das betrifft, sieht es in Deutschland nicht gut aus. Ich kann mich insofern auch nur dem Plädoyer anschließen, dass die Schweiz hier als kleines Land auch noch mit ganz anderen Möglichkeiten, wie wir sie haben in der EU, wirklich schnell zu einer Reform ihrer Drogenpolitik kommt. Ich denke auch, dass die Schweiz ja eine Art Laboratorium, Experimentierraum sein kann. Wenn hier eine, jetzt zum Thema Hanf, Cannabispolitik erfolgreich durchgezogen würde, über 5 Jahre oder über 10, dann hätte das sozusagen einen Dominoeffekt für den Rest der Welt. Die Schweiz ist ein bürgerliches Land und wenn das hier funktioniert, dass die Prävention dadurch gestärkt wird, also weniger Jugendliche von morgens bis abends kiffen, dass die Schwarzmarktstrukturen unterlaufen werden und so weiter, dann hätte das Vorbildcharakter für den Rest Deutschlands und wenn man Europas, wenn man sich anschaut, was passiert ist, kurz bevor der Bundesrat vor 2 Jahren diese Abstimmung dann sozusagen weggelegt hat. Da wurde ja auch massiv Lobbyarbeit gemacht, die Leute wurden beeinflusst und letztendlich kommt das, Günther hat das Stichwort auch schon gegeben, dann aus den USA. Die USA bestimmen die lokale Drogenpolitik, die Schweizer Politiker sind auch von der EU und von USA unter Druck gesetzt worden. Macht auf gar keinen Fall das hier und so, das ist ein schlechtes Vorbild und ein schlechtes Beispiel. Insofern kann ich auch nur plädieren hier an den eidgenössischen Mut, das zu tun. Was man hier tun kann, was wir in der EU und in der UN dann schon gar nicht, was da nicht getan werden kann. Noch ein kurzer Punkt, warum ich letztendlich auch eher resignativ bin. Ich habe mich seit 20 Jahren auch eingesetzt, viel publiziert und diskutiert und so weiter, was eine Reform der Drogenpolitik angeht. Und ich lande immer wieder an einem Punkt, der ja letztlich global geopolitisch entscheidend ist. Die Prohibition ist einfach ein zu gutes Geschäft, um sie einzustellen. Wir müssen uns mal vergegenwärtigen, dass dieser Markt für illegale Drogen 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr, manche sagen sogar noch mehr, beträgt. Es gibt keinen anderen Markt und es gibt kein anderes Produkt auf der Welt, was solche Profitspannen, Handelsmargen hat als illegale Drogen. Und es, kein anderer Trick auf der ganzen Welt schafft es aus einem simplen Agrarprodukt. Und Hanf, Mohn und Coca sind nun mal nichts anderes als simple, einfachste Agrarprodukte. Aus diesem simplen Agrarprodukt im Wert von 50 Cent mit einem Fingerschnipp ein Produkt zu machen, was 50 Dollar kostet. Wir haben damals, ich habe ja Anfang der 90er ein großes Buch über Hanf herausgegeben und da haben wir von einem Institut mal ausrechnen lassen, was kostet eigentlich die Produktion von Hanfblüten, wenn wir das frei anbauen. Da kam als Ergebnis raus, Hanfblüten haben etwa dieselben Bestehungskosten wie Kartoffeln. Was kostet ein Kilo Kartoffeln? 2 Euro oder so, ein Kilo. Ja. Was kostet ein Kilo Hanf? Das kostet 5000 Euro. Und nur die Prohibition, nur die Illegalisierung, nur dieser Trick schafft es, aus einem simplen, wertlosen, fast wertlosen Agrarprodukt ein hochpreisiges Produkt zu machen, an dem mehr Profit gemacht werden kann, wie an allen anderen Gütern, die wir kennen. Und
wenn jetzt also Cannabisblüten nicht mehr kosten als Kartoffeln, aber in der Herstellung, aber dann, wenn sie zum Verkauf kommen, 100-mal so teuer sind wie Pommes frites, dann fragt man sich, warum ist das so? Und wenn man sich das fragt, dann kommt man eigentlich und fragt, was steckt denn dahinter? Wer hat denn ein Interesse daran? Und bei solchen Fragen, denke ich, ist immer die Strategie richtig, follow the money. Das heißt, wer verdient wirklich an der Drogenprohibition? Und da haben wir also jetzt ganz grob im Prinzip drei Profiteure. Das eine ist der ganz allgemeine Repressions-Autoritäts-Kontrollapparat des Staats. Die Staaten, ganz egal wie organisiert, haben ein Interesse an Repression und an Kontrolle ihrer Bürger, und mit der Drogenprohibition haben sie ein Instrument, anhand dessen die Kontrollen verstärkt werden können. Politik der Angst, das ist immer noch neben Osama, sind Drogen das Thema, mit dem man am meisten Angst machen kann. Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 ist ja auf geopolitischer Ebene was ganz Dramatisches passiert. Die Weltmacht USA hat auf einmal ihren Feind verloren. Es war niemand mehr da, gegen den man kämpfen konnte. Der Feind hat sich selbst aufgelöst. Deshalb war dann eine Zeit lang die Droge der einzige Hauptgegner. Dann hat man gemerkt, es ist zu wenig, wir brauchen noch jemanden, und hat dann den Islamismus und Bin Laden und die 19 Räuber aus dem Hut geholt, die jetzt weltweit gejagt werden. Naja, aber das ist jetzt heute nicht unser Thema, könnte ich auch was zu erzählen, aber wir bleiben bei der Drogenpolitik noch ganz kurz. Also, der Repressionsautoritätsapparat des Staats hat ein Interesse an der Drogenprohibition und verdient daran. Das zweite ist, vor allen Dingen in den USA, jetzt auch zu uns rüberschwappen, die private Gefängnisindustrie. Also die Privatisierung der Gefängnisse, auch die Ökonomisierung sozusagen dessen dann, dass die Leute, die in den Knast kommen, denn dort arbeiten müssen. Das ist eine moderne Form des Sklaventums. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, hier die amerikanischen Kollegen werden das wissen, aber gut die Hälfte der Leute, die in den USA im Gefängnis sitzen, sitzt wegen Drogen. Davon auch nochmal ein Großteil wegen völlig gewaltloser Sachen. Also das sind keine Großdealer, die mit der MP rumlaufen, sondern die sind mal mit einem Säckchen Hanf erwischt worden, zum zweiten oder dritten Mal, sitzen jetzt lebenslänglich und müssen arbeiten wie Sklaven für einen Dollar die Stunde. Und das ist eine Industrie, die stark zunimmt. Die Lobby, die die Drogenprohibition pusht, die größten Spenden für Anti-Drogen-Gesetze kommen mittlerweile aus der Gefängnisindustrie. Das ist ja auch börsennotiert und so, das sind börsennotierte Unternehmen. Und der dritte Hauptprofiteur ist natürlich, es wurde auch schon von Günther angesprochen, die US-Außenpolitik. Wir müssen ja nur mal nach Afghanistan gucken, was da passiert. Seit die USA wieder dort sind, ist der Opium- und die Heroinproduktion geradezu explodiert. Draußen am Büchertisch gibt es das schöne Buch von Alfred McCoy, Die CIA und das Heroin. Das ist ein Lebenswerk eines Professors, der das recherchiert hat. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu lesen. Warum betreibt doch so ein Verein wie die CIA, warum betreiben die Drogenhandel? Sie betreiben ihn nicht direkt, sie alliieren sich aber mit Leuten wie jetzt den Warlords in Afghanistan, die von diesem Drogengeschäft leben. Warum wird das gemacht? Die Außenpolitik eines demokratischen Landes kann sich natürlich nicht Eskapaden erlauben, wie zum Beispiel mal eine islamistische Truppe wie die Talibans aufzurüsten, Osama Bin Laden zu bewaffnen und kämpfen zu lassen. Da würde das Parlament sagen, nein, 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 sowas können wir nicht machen. Das heißt, es braucht ein Krokodilsfonds, eine Schwarzkasse, ein bestimmtes Einkommen, mit dem man solche Undercover-Außenpolitik betreiben kann. Das heißt, die Geheimdienste haben ein Interesse, diesen Fonds auch zu behalten. In dem Moment, wo wir morgen sagen würden, in der UN ab sofort
wird der Opiumanbau und die Heroinproduktion unter staatliche Kontrolle gestellt. In dem Moment würde den Warlords in Afghanistan der Profit zusammenbrechen und die Alliierten der CIA dort hätten keinerlei Geld mehr, um ihren Krieg zu finanzieren. Also auch die Geheimdienste haben ein starkes Interesse daran, dass diese Prohibition bestehen bleibt. Und insofern bin ich leider pessimistisch, dass es uns gelingt, auf einer europäischen oder gar globalen Ebene diese Prohibition vom Tisch zu bringen, weil zu viele Taschen damit gefüllt werden. Soweit erstmal. Vielen Dank. Die Analyse des Drogenmarktes hier bestätigt deine Ausführungen. Also vor 3 Jahren haben wir der Handkraft 3 produziert wurde, war der Umsatz hier mehrere 100 Millionen und gleichzeitig ist der Produktions- und Exportmarkt in Nordafrika zusammengebrochen, weil von der Schweiz aus die ganz Mitteleuropa abgedeckt wurde. Die Gewinnspanne ist tatsächlich beim Hanf mit Abstand am größten zwischen Produktionsaufwand und Ertrag. Das hat man auch in der Dealer Hierarchie gemerkt, also eben Hanfhandel, da waren die Schweizer und dort war die also größte Gewinnspanne bei kleinstem Risiko und umgekehrt im Straßenkleinhandel von Kokain waren das Risiko am größten und der Gewinn am kleinsten. Dort waren dann die westafrikanischen Asylbewerber. Also die Dealer-Hierarchie, die spiegelt dann auch die soziale Stellung und die Gewinnspanne. Also das, ich habe noch nachgeguckt da im Keller und dann habe ich diese 100 Gramm Hanf gefunden, Schweizer Produktion. Also der Produktionswert ist 90 Rappen und der, aufgrund der Prohibition der Illegalität wäre das etwa 1000 Franken wert. Also eine gigantische Spanne für das ein Naturprodukt, das extrem robust ist, extrem einfach zu produzieren. Und ich befasse mich seit über 30 Jahren mit diesem Schweizer Kraut, das es hier seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gibt. Und es wächst tatsächlich ohne jede fremde Hilfe bis in die Alpenregion. Und interessanterweise wird auch der politische Streit um diesen Hanf geführt. Der Durchbruch oder eben die Stagnation wird immer an diesem Hanf festgemacht. Also nicht an unseren Designer-Drogen, die wir heute diskutieren, an den neuen Entdeckungen der Forschung. Bleibt der gute alte Hanf. Und das ist der Moment, an Roger weiterzugeben. Die Hanf-Initiative wurde eingereicht. Mein politischer Vorgesetzter, der Polizeidirektor des Kantons Basel-Stadt, hat als erster Unterzeichner diese Initiative mitgetragen, weil auch aus weil niemand weiß es besser als die Fachleute der Polizei, dass die Prohibition am falschen Ort die falschen Folgen hat. Und Unsinn ist, also deshalb diese starke Unterstützung auch von Polizeikreisen. Roger, du bist da am besten informiert. Können wir Hoffnung haben? Ich denke, aus Schweizer Sicht ist das noch nicht ganz so schlimm wie aus globaler Sicht. Also mit unseren Utopien, ich glaube, wir können da schon noch einen Schritt weitergehen. Also es macht Sinn, mit dem Hanf anzufangen, weil gerade im Hanf-Thematik hat sich ja die ganze Betäubungsmittelgesetz-Revision, die einfach auf gutem Wege war, ist daran gescheitert, weil sich daran auch die Emotionen hochgespielt haben. Hanf ist ja auch das, was wirklich seit über 20 Jahren verbindet und insofern ist es wirklich nicht viel weit gekommen, dass damals ja schon die ersten legalen Hanfelder gehabt, dass wir uns kennengelernt haben, die ersten Bücher dazu gemacht und heute ist es nicht viel weiter. Was Positives zu der ganzen Stagnation, die vorher Günther und Matthias erzählt haben. Ich denke wirklich, in der Schweiz gibt es Ansätze im Moment. Die Hanf-Initiative ist angesprochen worden, ist am Freitag mit 105.000 etwas mehr Unterschriften eingereicht worden. Nach langem Zählen, harzigem Sammeln, also das Hanf-Sammeln war sehr aktiv.
Ich denke, das sind schon, gibt jetzt wieder Impulse. Parallel dazu gibt es die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik. Das ist ein Gremium, wo weit über 30 Organisationen vertreten sind. Da versucht man auch Schadensminderung zu betreiben, indem das man jetzt eine Teilrevision versucht umzusetzen. Man hat da einen Fahrplan skizziert, man macht auch aktives Lobbying bei Parlamentariern, bei Interessengruppierungen, um eigentlich diese vier Säulen, wo diese Betreuungsmittelgesetzrevision verankern wollten im Gesetz, wenigstens die positiven Säulen oder die Ansätze davon zu retten. Und das ist ganz klar auch die Heroinabgabe, das ist Stärkung der ganzen Schadensminderung und eben auch diese Freigabe, respektive die Regulierung im Hanfbereich. Zurückkommen auf den Hanf, ich denke, das ist auch nicht ganz unwichtig, da mal ein bisschen zu reflektieren, zu analysieren, wieso das gescheitert ist. An der Hanffrage, man hat in der Schweiz ja quasi sich darauf vorbereitet, dass der Hanf legal wird. Man hat Mehrwertsteuervereinnahmen bei den Hanfshops, man hat sonst Steuervereinnahmen, man hat sogar arbeitslose Hanfbetriebe zugelassen, offiziell. Also man hat wirklich dieses Gefühl klar vermittelt, es wird legal. Oberzolldirektion hat sich aktiv Gedanken gemacht, wie sie das besteuern wollen. Sie haben mich auch angerufen, gefragt, ja, soll man das besteuern bei den Bauern, bei den Verarbeitern oder in den Shop selbst? Also da wurde ganz konkret darüber öffentlich nachgedacht, wie das sein wird mit dem Hanf, wenn er legal ist. Und in meinen Augen hat man da einen kapitalen Fehler gemacht. Man hat nämlich vergessen, die ganze Prävention parallel verstärkt zu kommunizieren. Bei jedem legalen Betreibungsmittel wie Alkohol und Tabak macht man ständig nationale Kampagnen. Man klärt auf und sagt, wie man damit umzugehen hat oder eben nicht. Und beim Hanf, beim eigentlich quasi neu eingeführten Betreibungsmittel, die sind schon längst da, es geht nur um eine Regulierung des bestehenden Marktes, es ist ja kein neues Betreibungsmittel. Aber gerade bei einem neu einzuführenden Betreibungsmittel müsste man erst recht landesweite Kampagnen machen, nebst dem, dass man eben auch Übergangsregulierung, Bestimmungen hätte erlassen sollen. Ich glaube, viele Leute sagen, das geht aber nicht, das geht nicht, weil das auch kein Gesetz ist. Man kann nicht präventive Maßnahmen gesetzlich oder bestimmen, wenn es noch kein Gesetz gibt, das eigentlich das zulässt. Aber ich denke, man hat auch bei der Heroinabgabe hat man Übergangsregulierung getroffen. Es gibt ja nach wie vor kein fest verankertes Gesetz, wo die Heroinabgabe wirklich auf gesetzlicher Basis reguliert. Trotzdem geht es. Also das heißt, auch beim Hanf hätte man das zwingend tun sollen, dass man Regulierung hätte lassen sollen. Was ist passiert? Durch diesen quasi legalen Markt, der eben noch mit Schwarzmarktregeln da aktiv war, hat man natürlich eben die Vorteile beider Märkte sozusagen ausnutzen können. Die sind auch brutal ausgenutzt worden von schon mafiaähnlichen Strukturen, die praktisch in jeder Stadt eine Hanffiliale aufgemacht haben. Ich glaube, in Basel waren es eher um die 100 Hanfshops aus 50 und das ist einfach auch zu viel. Also da kann man auch die besorgten Eltern und Lehrer auch verstehen, dass wenn die Kids im Hanfladen vor der Schule da in der Pause sich dazu dröhnen gehen, dass das ein Problem wird. Also in unserer Zeit, was wir vielleicht in der Schule in der Lehre noch gekifft haben, gab es mittelmäßig Marokkaner, aber heute gibt es hochpotente Indoor-Gras und das macht auch einen Unterschied. Und da denke ich, da wurden die geldgierigen Leute von da von da gekommen und haben auf das riesige Geschäft gemacht und dadurch ist es gekippt, auch in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung, respektive Flair, wie andere Gruppierungen, haben natürlich dann ihre Sorge da öffentlich Ausdruck gegeben und so ist das in der Öffentlichkeit dann gescheitert. Nebst dem, dass ich auch denke, was du auch schon gesagt hast, nach in einem Büchern schreibt ja auch die ganzen Gewinne, die mit dem Drogenhandel ja gemacht werden weltweit, dass die Leute, die da ihre Finger mit im Spiel haben, nicht wirklich interessiert sind daran, dass sie einem kleinen Land wie der Schweiz eine relativ harmlose Substanz wie Hanf legal wird. Das wäre ein falsches Zeichen, die falsche Richtung und könnte ja dann alle Drogen, die wir legalisieren wollen, diese fetten Gewinne würden dann verschwinden. Also ich denke, das ist wirklich ein weltweites Problem. Ich denke auch, dass wir
wirklich in die Schweiz im Moment noch gute Möglichkeiten haben, dies zu ändern. Und es passiert auch einiges im Moment auch mit Positives. Ich denke, es sind immer Wellen in der Drogenpolitik, so all die Jahre, wo ich auch aktiv war. Es gibt eine Stagnation, es gibt einen Tiefpunkt, es gibt wieder euphorische Zeiten. Ich habe jetzt auch nach langer Zeit mein verdammtes Schweiz-T-Shirt angezogen. Ich habe doch wieder Hoffnung, dass es vielleicht in die Richtung gehen könnte. Ich habe das in der Zeit von der Trolle-Initiative gemacht. Ich denke, gerade jetzt mit dieser Hand-Initiative Einnahme wird die Diskussion wieder neu belebt. Ich denke, auch so ein Kongress wie hier jetzt in Basel, der wird auch positive Signale haben. Und es ist, denke ich, wichtig, dass man jetzt wieder vermehrt die verschiedenen Substanzen auch differenziert anschaut. Deswegen finde ich auch das Modell, dieses Würfelmodell, sehr spannend, sehr interessant. Es ist eigentlich die Richtung, die wir einschlagen müssen, die Drogen differenziert anschauen, differenzierte Drogenpolitik machen. Und was für mich ganz elementar ist, und das sehe ich unter der Arbeit mit IFDRF, diese Party-Drogen-Organisation, in ein paar diese Drug-Checking machen, aufklären, diese Broschüre, Drugs-Infobroschüre, auf über 20 Karten die meisten gänglichen Substanzen objektiv beschrieben werden, Wirkungen, Nebenwirkungen, Safety-Informationen. Ich denke, das ist auch der Weg, wenn die Leute drogenmündig sind, wenn die Leute wissen, wie mit Drogen umzugehen ist, dann gibt es auch wenig Probleme in der Öffentlichkeit. Ist ja nicht so, dass heute auch auf das Thema vom Kongress hinzukommen kein LSD genommen wird, aber in Bezug auf LSD hat man auch gelebt umzugehen. Es gibt viel weniger Probleme im Zusammenhang mit LSD, weil Leute drogenmündiger geworden sind. Man weiß heutzutage, dass man jetzt nicht einfach aus lauter Langeweile 500 Mikro LSD der dritten und mal in die Disco geht und eine Party geht in die Stadt geht, wie das vielleicht früher vermehrt gemacht wurde und auch dadurch negative Auswüchse an die Öffentlichkeit kam. Ich denke, das sind positive Anzeigen, diese Schadensminderung nicht nur auf die Drogen selbst, auf die Substanzen selbst bezogen, sondern die Schadensminderung auf die aktuelle Drogenpolitik bezogen. Ich denke, man muss die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen der Drogenpolitik auch ausmerzen und da muss man auch übergreifend von diesen vier Säulen zusammenarbeiten. Auch da gibt es positive Ansätze. Ich bin auch letztens eingeladen worden von einer Arbeitsgruppe Polizei und Sozialarbeit. Da in den ganz oberen Gremien, das ist das auch schon angetönt von einem Chef, da gibt es einige Polizeikommandanten, die durch diese jahrelange Auseinandersetzung mit dem Thema doch auch ein bisschen weitergekommen sind und die Einsicht gefunden haben, dass es so nicht weitergeht, dass wir eine andere Drogenpolitik brauchen, zwingen und dass man da durch die vier Säulen, hinweg auch zusammenarbeitet, finde ich eben auch wichtig, solange die Politiker nicht fähig sind, die Gesetze der Realität anzupassen, müssen alle beteiligten Akteure in diesem Bereich auch zusammenarbeiten und da vielleicht neue Denkansätze, neue Wege finden. Ich denke, es gibt doch ganz kleine Hoffnungsschimmer. Ja, vielen Dank, Roger.